Das sind viele Leute. Naja, der Lukas und ich, wir haben ja ein gemeinsames Hobby. Ja, ein gemeinsames Hobby, über das reden wir oft, Tierdokumentationen. Weil Tierdokumentationen zeigen die Vielfalt der Schöpfung. Die Schöpfung ist interessant. Es gibt ja auch sehr faule Viecher. Der Kuckuck ist ja auch Fleißallergiker. Ja. Schon Ding in der Balz, Kuckuck, minimaler Energieaufwand. Minimal haben sie gezeigt, da fliegt ja in der Balzzeit, da fliegt ja rechts der Kuckuck, links fliegt die Kuckuckin. Beide machen Kuckuck, los geht's. Also da ist. Da gibt's kein Romantikpaket. Also da ist sehr solide, sehr schlicht, kann man. Anders der Laubenvogel. Kennen Sie den Lauben? Das ist ein Feingeist. In der Natur, das ist ja wirklich ein Romantiker. Der baut ja in der Balzzeit das Laubenvogelmännchen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, genau, Laubenvogelhengst oder so, weiß ich nicht. Auf alle Fälle baut es in der Balzzeit so eine kleine Laube. Das geht Mosaiksteine sammeln, macht so ein kleines Häuschen, so ein Dachel, da macht so mit kleinen Ästchen eine Hecke, ja, so eine Tuyenreihe, kann man sagen. Und das haben sie dann gezeigt, und jetzt kommt das Laubenvogelweibchen, hat sich das Häuserl so ein bisschen angeschaut und hat es ihm weggerammt, dem Männchen, so mit einem Zack. Hat ihr nicht gefallen? Nein, hat ihr nicht gefallen. Wahrscheinlich wollte es einen Vierkanthof, ich weiß auch nicht. Ja. Und das Laubenvogelmännchen war fertig, das war so fertig, das ist romantisch verletzt worden, das ist tot umkippt, tot, aus Frust und Erschöpfung, patsch. Ja. Na gut, man kann sagen, ein klassisches Häuselbauerschicksal, ne, kannst du sagen. Wahrscheinlich hat das Männchen. Wahrscheinlich hat das Männchen auch noch einen Schweizer Frankenkredit rennen gehabt, also man weiß das ja nicht. Man kennt dann ja oft die Hintergründe auch nicht so genau, ne, bei den Viechern. Der Kuckuck ist ja auch in der Aufzucht, das ist ja auch sehr interessant, sehr faul. Wir wissen ja alle, er schleust sich bei einer Pflegefamilie in seine Eier, beim Zaunkönig, und der kleine Zaunkönig checkt das nicht, null, das ist ja null. Der flattert da zu seinem Nest, sich da ein Riesenei und sagt, was, das habe ich gelegt, na, alle Achtung, na. Ja, man kann sagen, auch Viecher sind nur Männer, also. Es ist dann so, irgendwann schlüpft dann der kleine Babykuckuck, der schlüpft dann, und das kommt dem Zaunkönig dann schon ein bisschen komisch vor, dass er zum Nachwuchs raufschauen muss. Also da denkt er sich, na ja, aber wurscht. Na, also, Zaunkönig ist ein echter Österreicher, weil er denkt sich, da hat's was, aber machen wir weiter. Na, das passt schon, das picken wir. So, auf alle Fälle. Ja, der riesenkleine Kuckuck, der Babykuckuck, der lässt sich vom Zaunkönig verwöhnen, der lässt sich von ihm die Würmer bringen. Und falls er nicht satt wird, wenn er nicht satt uns zeigt, dann frisst er den Pflegepapa, dann frisst er die Pflegemama und dann macht er es am Schluss wie Hatschi-Bratschi-Luftballon, er lässt einen Schas und fliegt davon. Wirklich, also, das ist es. Das ist der Kuckuck. Und von Zaun gefrasst haben wir ein Kinderlied. Ha? Sollte man pädagogisch schon ändern, finde ich. Ne? Das ist wirklich. Es gibt ja auch zum Beispiel Lebenszeit. Lebenszeit hat der Schöpfer sehr unterschiedlich verteilt an alle Lebewesen. Zum Beispiel Galapagos, Schildkröte wird ja bis zu 400 Jahre alt. Brauchen wir aber nicht beneiden. Da dehnen sie nur die Lebensphasen aus. Haben sie erklärt. Das ist ja arm. Die ist ja wahrscheinlich 20 Jahre in der Trotzphase. Ne? Die ist 30 Jahre in der Pubertät. 50 Jahre in der Midlife-Krise. Also, pff. Die ist wahrscheinlich ein Jahrhundert lang nur deppert. Also, kein Wunder, dass die einen Panzer hat. Also, es gibt auch in der Natur komprimiertes Leben. Eintagspflege. Die muss in einem Tag alles machen. Schnackseln, Eierlegen, Patschen strecken. Also, da geht's dazu. Die hat einen Stress. Wenn die um 8 auf die Welt kommt, die hat um 9 einen Burnout. Also, da geht's dazu. Ja, da geht's dahin. Ja. Ja. Die haben auch erklärt, die Eintagsfliege, das habe ich nicht gewusst, die isst nicht, das kostet viel Zeit. Die hat nur so einen Mund aufgemalt, damit es nicht so blöd ausschaut, haben sie gesagt. Interessant, sie ist ja wirklich arm, die kann ja über Entscheidungen nicht nachdenken, die kann ja nie sagen, ich schlafe mal drüber oder so. Die hat ja viel, ist ja wurscht, es ist so, die Schöpfung, schon sehr vielfältig, gell, die Schöpfung. Und dann gibt es Geschöpfe, wo sich der Schöpfer definitiv verschöpft hat, verschöpft. Ja, da hat er sich. Entweder hat er sich eine Gaude gemacht oder verschöpft. Also,
Der Panda-Bär, den muss ich jetzt auch noch reinbringen, den Panda-Bär. Das ist ja ein armes Viech. Der hat ja ein Raubtier gebissen, der Panda-Bär, ein Raubtier. Und was schmeckt ihm? Bambuszweigern, Bambuszweigern. Das passt doch nicht. Dem kannst du eine Martini-Gasel hinstellen, der hofft, dass das mit Bambus gefüllt ist. Also das ist ja... Und das Problem am Bambus, haben sie auch erklärt, das sättigt nicht, sättigt null. Jetzt musst du 8 Stunden lang am Tag Bambus fressen. Bambus, Bambus, Bambus. Ja, und dann muss er Unmengen an Wasser trinken, damit er das Häckselgut überhaupt runterkriegt. Ja. Der hat Darmbakterien so groß wie Tennisbälle. Also das ist ein Wahnsinn. Ja. Und dann macht er Verdauungsnickerchen von 8 Stunden und nachher muss er wieder 8 Stunden Bambus, Bambus, Bambus. Das ist ja, das ist sein Leben. Das ist der Panda-Bär. Also, und nach dem 8-Stunden-8-Stunden-Programm ist er erst ausgeglichen mit der Energiebilanz. Da, hat er, da kann er noch nicht viel machen, also da kann er sich noch nicht spülen. Da hat er noch nicht die Power für einen Purzelbaum. Also das geht sich da noch nicht aus. Die haben herausgefunden, der denkt nicht. Der denkt null, null. Panda-Bär denkt nicht, kostet viel Energie. Ja, also wenn der ein Kreuzworträtsel auflöst, der ist hin. Die Panda-Bären, das sind eigentlich arme Viecher. Die wollen eh schon lange aussterben, aber wir lassen sie ja nicht. Ja. Dankeschön. Danke, Klaus Eckel.